Ja, hallo liebe Angelfreunde, willkommen hier heute bei köderschlacht.de. Im Fischers Park bin ich mal wieder unterwegs. Heute will ich auf Forellen angeln und zwar habe ich mal Rogen mitgebracht. Den habe ich quasi aus Lachsforellen, die ich auch hier gefangen habe, den habe ich eingefroren und dann jetzt hier wieder mitgebracht. Der ist gerade ja in der Winterzeit, funktioniert das ganz gut. Und nebenher werde ich noch ein bisschen mit Gummi angeln, mal schauen, welcher Köder da heute funktioniert. Ich blende euch auf jeden Fall ein, mit welchem Köder ich da angel. Und ja, schauen wir mal, was geht. Es ist extrem kalt geworden. Es friert. Wir sind schon an der ersten Route die Ringe eingefroren eben. Also schauen wir mal, inwieweit das heute wirklich Spaß macht oder nicht. Schauen wir einfach mal. Und ja, ich sag mal, bis gleich. Wenn wir den ersten Fisch haben, spätestens melde ich mich auf jeden Fall wieder. Also ich fische den Köder jetzt wirklich extrem langsam und gebe dem auch immer nur sehr, sehr selten mal ein bisschen Zubbler mit, weil es so super kalt ist und die Bisse kommen auch extrem vorsichtig, ne? Da müsst ihr super gut aufpassen. Gerade wenn es so kalt ist wie jetzt, ist das super. Gerade wenn es so kalt ist wie jetzt, ist das extrem, wie vorsichtig die Fische beißen. Ja, liebe Angelfreunde, es ist verbracht. Ich habe den ersten Fisch gefangen, ungefähr ein Lachs von einem Kilo. Also ein Lachs von ungefähr einem Kilo. Gebissen hat der Fisch auf den Köder, auf dem Tiger Shark. Ich hoffe, ihr seht ihn hier ein bisschen. Das ist der Tiger Shark von Turbo Lures. Der Köder hat 75 mm Länge, riecht nach Knoblauch und den hat sich der Fisch voll reingefahren. Alles andere hat bisher nicht funktioniert. Ich hatte vorher noch mal mit anderen Köder probiert, das hat bisher nicht funktioniert. Darauf kam jetzt der erste Fisch, ich werde es damit auch weiter probieren. Und ich denke mal, ja, ist ein schöner Lachs, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, so kann es wegen mir weitergehen. Bis gleich. Da ist der Biss. Oh, da kam der Biss. Da habe ich nicht gut genug aufgepasst. Das war sogar ein ordentlicher Biss. Der ist wieder dran, der nimmt Schnur mit. Der ist immer noch dran, der nimmt die Schnur mit. Nimmt die Schnur mit, nimmt die Schnur mit, anschiebt und haben wir ihn? Haben wir. Jawohl. Da ist der nächste Fisch. Ja, die Turbolures, die funktionieren super. Also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Boah, fahrt euch das rein, wie der Fisch hier kämpft. In diesen kalten Jahreszeiten. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ach. Nur nicht, dass er sich da unten rumwickelt. Ja, genau, war gut pariert. Boah, jetzt hängt er da unten im Schlamm drin. Ja, genau. So, schöne Portionsforelle auf jeden Fall. Suchen wir die hier mal zu cachern jetzt. Hoppala, da ist noch der Kescher aus der Hand gefallen. So, guck mal, schon ist er drin. Super, da ist der Fisch. Verarzten wir jetzt und dann machen wir weiter. So, weiter geht, nächster Versuch. Immer noch mit den Turbolures sind wir hier zugange. Wie gesagt,
Wir müssen super vorsichtig werfen, super vorsichtig hier einziehen. Ganz leichte Schläge ab und zu mal mitgeben. Aber ansonsten keine großen Aktionen irgendwie machen. Fische beißen extrem vorsichtig. Da ist der Biss, da ist der Biss, da ist der Biss. Der nimmt den mit. Jawohl, Anhieb und den haben wir. Jawohl, da ist er doch schon. Ah, ausgespuckt. Schade. Mal ein bisschen, bremse mal ein bisschen fester hier. Guck mal hier, was passiert ist. Der hat quasi den Schwanz von dem Köder über den Haken gelegt. Und somit konnte der Haken nicht richtig packen. Das passiert schon mal. Ich glaube, jetzt kommt gleich eine. Ich bin überzeugt, dass wir gleich eine fangen. Gleich haben wir eine, gleich kommt der Biss. Da war der Biss, da ist der Biss, da ist der Biss. Da ist der Biss, die nimmt ihr mit. Was habe ich gesagt? Und schon haben wir sie. Boah. Was habe ich gesagt? Ich habe doch gesagt, jetzt gleich kommt der Biss. Ich habe so ein Gefühl. Boah, komm, bleib mal schön im Wasser. Boah, das ist ein richtiger Flipper hier, ey. Na, das ist vielleicht auch etwas zu fest. Aber ich hab's euch doch gesagt, ich hab das Gefühl, wir kriegen gleich ein Biss. Ja, der Schall liegt hier drüben. So, mal rüber. Ja, komm mal mit hier rüber. Komm mit. Sauber, wieder auf die Turbolures. Die funktionieren heute echt richtig gut. Turbolures sind heute echt eine Bank. Fangen wir sie. Sehr schöner Fisch, richtig schöne Portionsforelle. Die verarbeiten wir jetzt und dann machen wir weiter. Ob wir einen kriegen. Gesagt, ganz langsam, ne? Wenn es so kalt ist, extrem langsam, dann kommen die Fische auch. Gerade wenn man so einen Köder hat hier wie diesen Shark, den Tiger Shark, der so einen langen beweglichen Schwanz dran hat, wenn der dann unter Wasser nur so ganz leicht zubbelt, dann kommen die Forellen. Machen das super langsam. Ab und zu, ihr seht es, ne? Ab und zu gebe ich dem mal so einen kleinen Schlag mit. Aber viel mehr machen wir nicht. Ecke noch abfischen können. Lassen, ruhig auch immer absinken lassen, die Fische stehen wahrscheinlich tief. Und auch schon in der Absinkphase immer bereit sein, der Biss kann jederzeit kommen, ne? Auch in der Absinkphase. So, liebe Leute, der Angeltag, also mein Angeltag, neigt sich jetzt langsam zum Ende. Ich muss gleich meinen Sohnemann vom Kindergarten abholen. Der Topköder war heute der von Turbolures, der Tiger Shark. Ich halte euch den mal hier in die Kamera. Und auch wenn es nicht geplant war, aber ich habe noch eine Einheit,
wie soll man das sagen, ein so ein Töpfchen von den Ködern, ein original verpacktes, was ich jetzt eigentlich nicht verlosen wollte, aber da es jetzt heute der absolute Top-Köder war, gibt es den natürlich zu gewinnen. Ihr wisst ja, wie es ist. Einfach immer wieder Kommentare unten reinschreiben, wie euch das Video gefallen hat, was ihr vielleicht an so einem Tag wie heute gemacht hättet, wo es so schweinekalt ist, die Sonne scheint, Wasser komplett klar. Ja, die Fische haben ziemlich doll am Grund geklebt. An der einen oder anderen Stelle konnte man das ziemlich gut sehen, dass die Fische quasi genau unten quasi am Grund saßen und einfach ja, nichts gemacht haben, so eigentlich. Von daher bin ich ganz froh, dass ich dann doch noch den Turbo Shark ausgepackt habe, oder beziehungsweise den Tiger Shark von Turbulus ausgepackt habe, der mir dann noch drei schöne Fische gebracht hat. Direkt am Anfang eine schöne Lachsforelle von, ja, ich schätze mal so 1,2 Kilo, vielleicht ein Kilo, und zwei richtig schöne Portionsforellen gab es dann auch noch oben drauf. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst mir ein Like da, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich nichts mehr. Ich gehe vielleicht jetzt noch einmal an den Fischerspark hier dieses Jahr. Dann habe ich noch ein paar andere Videos in Planung über ein paar coole Sachen. Ein paar Neuheiten von Mayo gibt es dann auch noch dazu. Und ja, ich sag mal, bis demnächst. Weihnachten ist ja wahrscheinlich vorbei, wenn das Video kommt. Die Weihnachtsfeiertage auch. Von daher brauche ich euch jetzt keine Weihnachten mehr wünschen. Ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachtsfest. Ja, ich werde jetzt meine Sachen packen, mich dann auch langsam auf Weihnachten vorbereiten. Und dann wünsche ich euch aber einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, vorher wird es wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, vielleicht gibt es vorher noch ein Video. Aber ansonsten kommt gut ins neue Jahr. Vielen Dank für eure Unterstützung im Jahr 2021. Ich habe mich riesig gefreut, dass so viele neue Leute dazugekommen sind hier in der Community, dass die Community wirklich freundlich, nett miteinander umgeht, dass es hier keinen Stunk gibt, dass auch ja, auf Augenhöhe miteinander kommuniziert wird und sich unterhalten wird. Diskussion jederzeit immer gerne, auch Feedback jederzeit immer gerne, auch negatives Feedback. Aber es muss irgendwie auch dann für mich annehmbar sein oder auch für die Leute, die in der Community sind, annehmbar sein. Ja, ich hoffe einfach, wir werden dann auch im nächsten Jahr unsere Ziele erreichen und es wird dann Spaß machen, auch im Jahr 2022. Und dann verbleibe ich mit besten Grüßen und sage bis demnächst. Ciao, ciao.